Die zweite, dunkle Seite, Territorialschlacht, Geonosis, Macht der Separatisten ist durch, Freunde. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben unseren Punktestand vom letzten Mal getoppt. Nämlich dieses Mal sind es 18 von 33 Sternen im Vergleich zu den 16 beim ersten Mal. Und das, obwohl wir weniger Spieler waren und insgesamt auch noch weniger GM hatten, als eben beim ersten Durchgang. Weil wir jetzt also den ersten Durchgang mit dem zweiten Durchgang vergleichen können und damit in der Lage sind, eine Bilanz zu ziehen, möchte ich das hier in dieser Episode gerne mit euch gemeinsam tun. Das heißt, wir schauen uns mal Statistiken an über die Effektivität der Spieler und außerdem letztendlich mein Fazit und persönliche Meinung zu diesem, ich kann jetzt schon mal sagen, großartigen TB. Also bleibt dran, Freunde, es wird sehr interessant. Zuallererst einmal möchte ich unsere Gilde ehren, indem ich hier durchscrolle und ihr jeden einzelnen Spieler sehen könnt, der sich gerade in der Gilde befindet. Ich werde jetzt auch nicht jeden einzelnen vorlesen, wie ich das normalerweise mache. Das mache ich vielleicht später noch oder so, beziehungsweise mache das ein anderes Mal. Es geht mir vor allem darum, dass ich die Zeit nutze, um noch ein paar grundsätzliche Dinge zu sagen. Nämlich hier, der gute R4P6 hat sich zusammen mit unserem TB-Offi, dem guten Big Smoke, zusammengetan. Ich habe das ja schon einmal gesagt in der letzten Territorialschlacht-Episode, dass die zwei ordentlich zusammengearbeitet haben und einen grandiosen Plan ausgeklügelt haben, mit dem wir tatsächlich in der Lage waren, hier so weit zu kommen. Alle anderen haben sich super an diesen Plan gehalten, wir haben super zusammengearbeitet und letztendlich damit also genau diesen Erfolg erzielt und das finde ich unheimlich klasse. Ich weiß von ein paar Leuten, die uns in der Zukunft verlassen werden. Das werden wahrscheinlich so 3-4 Leute sein, die in sehr naher Zukunft unsere Gilde verlassen werden. Einfach, weil sie kürzer treten wollen, weil sie vielleicht keinen Spaß mehr an dem Spiel haben oder weil sie andere Pläne haben in ihrem Privatleben für die Zukunft. Und deswegen werden wir nochmal aufstocken. Wir haben aber schon großartige Bewerbungen bekommen. Das finde ich absolut grandios, dass ihr so großes Interesse gezeigt habt an unserer Gilde. Und wir schauen mal, wie die Gilde danach aussehen wird nach dem TB. Fakt ist aber, sie wird nach dem TB wieder voll sein und dann werden wir mit Sicherheit über 160 Millionen GM wieder haben und dann werden wir noch härter daran arbeiten, in der Territorialschlacht Geonosis Macht der Separatisten noch mehr Sterne zu holen als 18. Ich denke, das Potenzial ist da. Ihr seht, wir haben hier 2 Sterne geholt in den Flottenkämpfen. Wir haben hier immerhin 1 Stern geholt, ja, in Count Dooku's Hangar. Ihr seht hier unten, beziehungsweise sind weitergekommen, aber haben hier gar nichts gemacht, also gar nicht investiert. Und wenn wir uns eben noch ein bisschen aufgebaut haben, ja, also mehr Spieler haben, die wirklich aktiv mitspielen und auf diese Weise eben unsere GM besser aufteilen können, dann sind wir auch dazu in der Lage, irgendwann hier vielleicht noch einen Stern zu holen. Also 19 sind in naher Zukunft ganz sicher drin und wir schauen mal, dass wir es sogar noch weiter toppen. Denn es gab ein paar andere Gebiete, wie das hier zum Beispiel, die wirklich sehr knapp waren, wo auf jeden Fall noch mehr drin ist, denke ich. Aber was wir hier rausgeholt haben, ist nicht mangelnde Aktivität in unserer Gilde zu verschulden, ne, also dass wir manche Sachen nicht so gepackt haben, sondern das liegt ganz einfach daran, dass wir eben nicht vollzählig waren und wirklich nicht viel mehr rauszuholen war. Und ich weiß das, weil wir nämlich Big Smoke und R4 haben. Gerade R4 ist ganz, ganz, ganz gut darin, Statistiken zu führen und eben genau auszurechnen, wie viele GM theoretisch möglich sind, was man wo einsetzen sollte. Also Big Smoke und R4 zusammen haben da ganze Arbeit geleistet, möglichst hohe Effektivität eben bei uns rauszuholen. Und ich will euch mal ganz kurz etwas zeigen, Freunde, wie so eine Statistik aussehen kann. Was ihr hier also seht, ist ein Screenshot, den mir Big Smoke bzw. nein, es war R4 zugesendet hat. Und hier könnt ihr sehen, wie viele Punkte insgesamt jeder Spieler von uns geholt hat. Das ist nur ein Ausschnitt, das sind also nicht alle Spieler hier drin, aber ihr seht auf jeden Fall mal die Top 27 Plätze. Und natürlich sind die Spieler mit der meisten GM am höchsten mit dabei, ganz klar, ne? Und man sieht eben dann hier wunderbar, welche Spieler wie viele Punkte insgesamt geholt haben. Das Ganze hier ist natürlich
vor allem GM zu verdanken. Also, ne, wer mehr GM hat, holt natürlich meistens auch mehr Punkte und hat meistens auch ein größeres Roster, das er dann entsprechend nutzen kann. Also schon mal sehr, sehr, sehr gut, ja. Ihr seht, da bin ich ziemlich weit unten, weil ich eben nur 2,4 Millionen GM habe. Ne, Thalys zum Beispiel hier hat, ich glaube, 4,1 Millionen GM oder so, ist damit ganz oben mit dabei, was die GM bei uns angeht. Also dementsprechend ist natürlich hier die Gesamt-GM sehr, sehr hoch. Und also wir haben noch ein paar andere Spieler dabei, die eben nicht ganz so viele GM haben, wie zum Beispiel die gute Nivea. Sie hat nur 1,7 Millionen GM, ist dementsprechend hier nicht in den Top 27 Plätzen mit drin. Aber diese Liste hier dient nicht der Diskriminierung der Spieler, die, die zu wenig GM haben, oder der Beweihräucherung der Spieler, die einfach sehr viele GM haben. Es geht vielmehr darum, einfach nur Fakten zu sammeln und zu schauen, wie kann man die GM besser aufteilen. Jetzt zeige ich euch mal noch eine andere Statistik, die ebenfalls sehr interessant ist. Auch diese Statistik hier hat mir unser guter Statistiker, der gute R4P6, zugeschickt. Und was ihr hier sehen könnt, sind die Effektivitätsmonster. Ich finde das saugeil, weil was ihr hier sehen könnt, ist im Prinzip, wie viele GM hat ein Spieler, wie viele Punkte, wie viele TP hat ein Spieler geholt im Verhältnis zu seinen GM. Beispielsweise ist hier auf Platz 1 die gute Nivea. Sie ist hat die zweitniedrigste GM bei uns in der Gilde mit 1,7 Millionen. Die niedrigste hat XL Minato mit 1,5 Millionen gerade mal. Aber ihr seht, dass Nivea praktisch das 9,16-fache an GM, an Punkten geholt hat von ihrer GM. Also, obwohl sie insgesamt zwar nicht so viele Punkte geholt hat, dass sie es in die Top 27 geschafft hat, ist sie trotzdem von der Effektivität her voll dabei. Also, was man hier sehen kann, ist praktisch, wer nutzt seine Charaktere und sein Roster möglichst effektiv. Und hier kann man eben schauen, welche Spieler sind weiter unten, ne, haben vielleicht viele GM, aber holen nicht so viel aus ihrem Roster raus. Und da kann man schauen, okay, woran hängt's? Fehlen einfach noch dunkle Seite-Charaktere? Fehlen vielleicht noch Separatisten? Sind die Charaktere vielleicht nicht richtig gemoddet oder so, ne? Da kann man eben nachhelfen und schauen, ob man möglichst viel rausholt. Bei mir könnt ihr sehen, hier hat sich endlich mal gelohnt, dass ich ein Fan bin der Separatisten, ja, nachdem ich ja jetzt so viele Separatisten gefarmt habe und dafür halt in der großen Arena-Meisterschaft ein bisschen schwierig habe. Ich hätte ja schon Darth Revan haben können. Stattdessen habe ich mich dazu entschieden, die ganzen Geonosianer wie Poggle und so hochzuziehen, ne, Brut Alpha und was nicht alles, und habe dafür B1-Druide und Druidika und das ganze Zeug, dafür habe ich halt eben mein Darth Revan hinten angestellt, und das rächt sich jetzt halt eben in der großen Arena-Meisterschaft. Aber, wie ihr sehen könnt, habe ich wenigstens hier aus der GM, die ich habe, ordentlich was rausgeholt. Ich bin nämlich auf Platz 2 der Effektivitätsmonster, und der einzige Grund, warum ich nicht auch ganz oben mitspiele, so wie die gute Nivea, ist, weil ich einmal in Phase 3 vergessen habe zu stationieren. Ich glaube, ich habe einen Kampf nicht gemacht, das könnte sein, aber vor allem habe ich einmal nicht stationiert, und das war eben, ja, genau, der ausschlaggebende Punkt, warum ich nicht die maximale Effektivität aus meiner GM rausgeholt habe. So, Freunde, was bedeutet das also in Zukunft für unsere Gilde? Das bedeutet nämlich, dass wir uns ganz genau anschauen können und auch werden, welche Spieler wie effektiv sind hier im TB, und dann natürlich auf die Spieler zukommen, wo ein bisschen Verbesserungsbedarf ist. Aber wir wissen ja, dass so ziemlich alle Spieler, die hier drin sind, ihr Bestes geben. Es war ein langer, harter und steiniger Weg. Einige Spieler mussten uns verlassen, einige Spieler wollten uns verlassen, aber im Endeffekt hat sich immer mehr ein sehr stabiler Kern herauskristallisiert, der wirklich auf derselben Wellenlänge ist wie wir. Und das ist ja der Punkt, ja? Jedes Mal, wenn ein Spieler uns verlassen muss, dann liegt das meistens daran, dass dieser Spieler eben nicht effektiv genug spielt für das, wie wir es alle anderen tun. Und wir müssen hin und wieder mal uns von dem einen oder anderen Spieler trennen, der eben nicht auf derselben Wellenlänge ist wie wir, der nicht am selben Strang zieht wie wir, weil wir eben nur Spieler haben wollen, die freiwillig am selben Strang ziehen. Wir wollen nicht Spieler dazu peitschen, am selben Strang zu ziehen wie wir, ja, indem wir sie verwarnen und irgendwann mal mit einem Rausschmiss drohen, sondern wir wollen Spieler haben, die das freiwillig tun. Wir haben tonnenweise Spieler hier drin, die mit uns schon durch dick und dünn gegangen sind, ja, die schlimmsten Zeiten mitgemacht haben, die schon seit Ewigkeiten dabei sind und die gleichzeitig aber auch niemals Verwarnungen kassieren. Niemals. Es ist also durchaus möglich, und genau diese Spieler suchen wir eben, ne? Das ist der Punkt, und daran arbeiten wir. Und ich bin zwar YouTuber und will immer gerne allen Gutes, gleichzeitig bin ich aber auch Gildenleader und muss dabei auch extrem harte Entscheidungen treffen und dabei immer das letzte Wort fallen.
und Fällen meine ich natürlich. Und wenn da irgendetwas ist, dass da irgendein Spieler ist, der eben schon 4 oder 5 Verwarnungen kassiert hat, weil er eben nicht richtig mitzieht, gleichzeitig aber ein Spieler vor der Tür steht, der sehr viele GM hat, der sehr vielversprechend ist, der nur so brennt vor Lust auf das Game und vor Lust auf den Territorialkrieg und so weiter, Territorialschlacht und so, dann muss man eben die Entscheidung treffen, dem anderen Spieler nahezulegen zu gehen oder ihn sogar rauszuschmeißen und dafür eben den anderen Spieler reinholen, weil letztendlich zählt das Gemeinwohl der Gilde, ja? Wenn ich nämlich einen Spieler drin lasse, der regelmäßig verwarnt wird, weil er nicht mitzieht, dann leiden alle anderen 49 Spieler hier in dieser Gilde und das kann ich als Gildenleader nun mal leider nicht durchgehen lassen, ja? So ist es halt. Wir spielen nun mal mittlerweile echt richtig progressiv. So, zu guter Letzt möchte ich hier an der Stelle noch einmal über den TB sprechen. Also mein Fazit, meine persönliche Meinung, die ich gerne hier noch einmal loswerden möchte. Ihr könnt euch ja die letzten Folgen anschauen vom TB. Ja? Wenn ihr oben rechts auf das kleine i klickt, dann kommt ihr ja zur Playlist meines Let's Plays. Und dann schaut euch einfach mal die letzten Folgen an. Die heißen dann Geonosis, zweiter Anlauf, ne? Phase 1, 2, 3, 4. Und wenn ihr euch die anschaut, dann fällt euch auf, dass ich zum einen grundsätzlich Riesenspaß an dem TB habe. Aber an manchen Stellen gebe ich schon mal zynische oder sarkastische Kommentare ab zum Thema, mein Gott, ist das schwer, das ist ja unmöglich, so eine Frechheit von Capital Games und wie soll man das schaffen, man braucht ja Gear 13 und so weiter. Und das sage ich nicht, weil ich dieses Spiel hate. Ich war ja einer der Ersten, der sich dafür eingesetzt hat, dass dieser TB, dass es gut ist, dass er so schwer ist, ja, dass man den eben noch nicht schaffen kann. Ich finde, es ist ein Vorteil, denn nicht einmal die stärksten Gilden, die es momentan gibt, sind dazu in der Lage, den zu maxen. Und wir sollten alle von diesem Gedanken wegkommen, dass wenn Capital Games Content rauswirft, dass sofort jeder diesen Content schaffen kann. Denn dieser Content hier ist für die nächsten 1-2 Jahre gemacht oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, also viele Gilden werden hier noch sehr lange dran sitzen, um den zu maxen. Darum habe ich auch ein Video rausgebracht, in dem ich gesagt habe, wir vergleichen mal die Belohnung von Hoth und wir vergleichen die Belohnung von Geonosis. Und ich verlinke das Video nochmal hier oben rechts in der Ecke auf das kleine i, das könnt ihr euch mal anschauen. Da habe ich damit argumentiert, dass wenn man mindestens 16 Sterne in Geonosis holt, ist der schon effektiver als Hoth. Bei weitem, meiner Meinung nach. Und wenn wir 18 Sterne oder mehr holen, ist das sowieso gar keine Frage mehr. Dann machen wir nichts anderes mehr als Geonosis. Und ich weiß, Geonosis ist anstrengend. Ich weiß, man muss kämpfen. Aber hey, Freunde, wir sind eine Gilde. Wir ziehen gemeinsam einem Strang. Das ist genau das, was wir wollten, ja? Lange Zeit lang haben sich Spieler aufgeregt und haben gesagt, ja, wir haben einfach keinen Content mehr, der die Gilden zusammenschweißt. HSR wird nur noch abgefarmt, ne? Beziehungsweise AAT wurde noch abgefarmt. Dann kam der HSR. HSR wird nur noch abgefarmt und so weiter, ne? Es gab einfach keinen schweren Content mehr, bei dem die Gilde zusammensteht und gemeinsam an einem Strang zieht. Und Freunde, das haben wir jetzt bekommen. Wir haben genau bekommen, wonach wir gefragt haben. Und deswegen denke ich, chillt, ja, ruht euch aus, beruhigt euch, sammelt euch einfach mal und versucht hier wirklich alles zu geben in Geonosis. Und es wird nur leichter. Es kann nur leichter werden. Aber dieser Content ist eben wirklich für die Gilden gedacht, die schwer zusammenhalten und schwer zusammenstehen und gemeinsam diese großartigen Erfolge erzielen, okay? Und ja, ich habe selbst nicht 100% effektiv gespielt. Ich habe ein paar Teams verschenkt. Ich habe ein paar Charaktere verschenkt. Mein Roster ist noch nicht perfekt. Aber Freunde, wie ihr ja vorhin an der Statistik gesehen habt oder sehen konntet, habe ich tatsächlich kein Mist gebaut. An dieser Statistik konnte man sehen, dass ich für meine GM so ziemlich das Maximum an Effektivität rausgeholt habe, was ich nur hätte rausholen können. Also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich irgendwie in irgendeiner Weise schlecht gespielt habe, sondern vielmehr war einfach an der Stelle nicht drin. Und ich weiß, es gibt immer ein paar von euch, die sind der Meinung, tja, Kara, du hättest aber so viel mehr, so viel besser machen können. Hätte ich das wirklich? Ich hätte mit Sicherheit ein paar Dinge ein bisschen besser machen können, aber ich denke, die Statistik unterstützt das zum einen auch, ja? Und zum anderen denke ich, dass ich schon das Maximum aus meinem Roster rausgeholt habe, weil einfach ich kein besseres Roster habe. Ich habe nicht mehr als das, was ich gegeben habe. Und ich arbeite aber dran, die Tipps umzusetzen, die ihr mir gegeben habt. Beispielsweise eben aus meinem Purple Team Team, in dem Treya drin ist, versuche ich 2 Teams zu machen. Also zum einen Treya und zum anderen Purple Team. Und
Der gute Sensa, 3x6 war's. Da musste ich gerade mal nachschauen. Herzliche Grüße an dich und vielen Dank, dass du immer so schön fleißig kommentierst, wie viele andere auch. Hat mir den Tipp gegeben, dass Ausrüstungsstufe 13 Darth Treya, die tanky ist, tatsächlich in der Lage ist, hier zumindest mal eine Welle zu schaffen, vielleicht sogar noch mehr. Also, das bedeutet, ich werde auf jeden Fall in naher Zukunft daran arbeiten, eben zwei Teams zu erstellen. Eins mit Palpatine, eins mit Treya. Dann natürlich die drei Separatisten-Teams, an denen ich arbeite. 2 bis 3 Separatisten-Teams, ne, was ich da einsetzen kann. Da denke ich mal, sind wir schon insgesamt sehr gut dabei. Noch dazu die Kopfgeldjäger und mal gucken, wenn ich irgendwann in naher Zukunft mal Darth Revan habe, beziehungsweise, naja, Nachtschwestern noch, ne, die ziehe ich ja auch noch nach. Ich meine, ich habe Asajj und den Zombie fast gemaxt. Asajj ist gemaxt, Zombie ist fast gemaxt und jetzt fehlt eigentlich nur noch Talzin, Geist und naja, noch irgendwas da, ne, Darker oder so. Die habe ich ja teilweise schon auf 7 Sterne alle. Ich muss die ja nur noch ausrüsten. Na, Talzin muss ich noch farmen. Aber ihr wisst, was ich meine. Letztendlich ist mein Fazit, ihr Freunde, es ist ein absolut großartiger TB. Er hat mir persönlich riesigen Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten TB. Ich freue mich darauf zu sehen, wie sich die Gilde noch entwickelt, wie viele Sterne wir noch in der Zukunft holen und natürlich ja, auf all die tolle Zeit, die wir noch gemeinsam erleben werden. Also Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei weiteren Episoden. Natürlich werde ich auch weiterhin TB-Episoden aufnehmen. Das bedeutet, ihr könnt dann live miterleben, wie sich unsere Gilde Stück für Stück steigert. Also den Hoff war mir ehrlich gesagt zu langweilig aufzunehmen, darum habe ich es nie gemacht, ja. Aber TB, Geonosis ist immer dunkle Seite und ich bin auf der dunklen Seite einfach am stärksten und ich kann dir am meisten zeigen und das macht mir auch am meisten Spaß und ich werde einfach Stück für Stück eben schauen, dass wir vorankommen, ja. Also das nächste Mal, wenn wir den TB sehen, ist wahrscheinlich mein Brut Alpha auch auf 7 Sterne und das bedeutet, wir können die Geonosianer effektiv einsetzen, hier durchgehend, ja. Und auch mein B1 Druide hat ja 6 Sterne, bis zum nächsten hat er noch nicht 7, aber immerhin 6. Das heißt, die ersten 2 Phasen können wir immerhin B1 und die Geonosianer sehen und in Phase 3 und 4 eben nur die Geonosianer. Also Freunde, nochmals vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Separatisten mit euch sein!